Ja, Beatrieder, die Überraschungen sind uns geblieben jetzt bei den gesamten Neuerungswahlen. Sehr hohe Resultate eigentlich durch das Band. Viola Amart macht 218 Stimmen. Hat er das erwartet, dass es ein Glanzresultat für Sie? Eigentlich schon, weil das Parlament hat gemerkt, dass Viola Amherd hervorragende Arbeit macht. Sie ist weitherum anerkannt. Sie hat im VBS in einem Jahr mehr bewegt als ihre Vorgänger in 4 Jahren. Sie hat euch den Kampfleger jetzt auf der richtigen Linie. Und das hat sich natürlich entsprechend auch ausgezahlt im Resultat. Das ist eine Kompensation für ihre Arbeit von diesem Jahr. Er hat es angesprochen, im VBS viel bewegt. Der Kampfleger kommt jetzt noch, aber vor dem Stimmvolk wird das da auch so klar durchkommen wie hier im Parlament. Das war ja wirklich ziemlich deutlich gewesen. Nein, das wird eine sehr enge Abstimmung im Volk. Das ist klar, da muss man sehr viel drauf schaffen. Aber die Sicherheit in der Schweiz wird wieder gewichtiger. Das Element steigt in der Bedeutung. Das VBS steigt auch in der Bedeutung als Departement. Man merkt das auch im Parlament. Und sie hat eigentlich rundherum gezeigt, dass sie das Departement führen kann. Sie hat Entscheidungen getroffen. Sie hat eingegriffen, was notwendig war. Und das wird halt auch vom Parlamentarier registriert und entsprechend auch ausgezahlt. Die Grünen, nur 82 Stimmen verträgen jetzt, das ist enttäuschend, oder, aus Sicht der Grünen? Das war zu erwarten. Ich habe nicht gemerkt, dass es nicht mehr zu holen ist, weil das Parlament hat nicht von der Konkordanz abgehen. Und die Konkordanz besteht nicht nur, einfach die stärkste Partei im Bundesrat zu haben. Stellt euch vor, wir wählen seit 20 Jahren zuerst mal einen Tessiner. Und nach einem Jahr Amtszeit hat er den Tessiner wieder abwählen. Das wäre ein Schlag gegen die Kohärenz von der Schweiz gewesen. Wir haben 4 Landessprachen, 4 Regionen. Wir haben auch den Tessin, der zur Schweiz gehört. Und unabhängig vom Leistungsausweis von Herrn Gassis, das wäre im Parlament nie durchgekommen, dass man da so eine quasi ein Coup gegen die Minderheit vom Tessin macht. Und das hat im Schlag gegeben. Kehrt die Grünen aber nicht in den Bundesrat? Müssen die sich jetzt noch bewahren? Wie sieht es in 4 Jahren aus? Was habt ihr das Gefühl? Ja, in 4 Jahren, wenn es Vakanzen gibt, wird das ganz klar das Thema sein. Und da werden die Grünen euch berechtigt, können die Ansprüche geltend machen, sofern sie den Wahlerfolg wiederholen können. Schon die nächste Vakanz wird sehr, sehr, sehr interessant werden. Also da wird sicherlich, wenn der Bundesrat jetzt geht, wird sicherlich die grünen Kandidaturen ernsthaft zu prüfen sein. Das Parlament hat einfach nicht bestehende Bundesräte abwählen. Das ist meine Stellungnahme, meine Position. Wir haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Abwahlen von Bundesrätinnen und Bundesräten. Das müssen wir nicht mehr machen. Das soll mit der Vakanz erfolgen. Wenn eine Vakanz da ist, kann man die Änderungen vornehmen, aber nicht so mit seiner Amtsperiode. Ihr, die CVP-Fraktion, die Mitte-Fraktion, wie es jetzt heisst, hier im Bundesparlament, die wird aber die nächsten 4 Jahre sicher noch prägen. Ohne auch läuft nichts im Ständerat, besonders aber euch im Nationalrat, oder? Das ist richtig. Die CVP-Fraktion wird in den nächsten 4 Jahren ein entscheidendes Element sein in diesem Parlament. Aber wir müssen das auch einsetzen zum Wohl vom Volk und zum Wohl vom Land. Das heisst, wir müssen effektive Lösungen herbringen mit der AHV, wir müssen Lösungen herbringen mit Europa. Und da wird es von uns abhängen. Und da müssen wir eine klare Linie zeigen. Und ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Jetzt die CVP im Toggenburg, haben wir ja schon gesagt, ja, wir sagen, ist jetzt Mitte-Partie, Mitte-Fraktion. Das C ist vielleicht nicht mehr so zeitgemäß bei allen. Was sagen Sie jetzt zur Diskussion? Ich habe jetzt gesagt, die CVP-Fraktion, und ich habe nicht die Mitte-Fraktion erwähnt, für mich ist die Namensänderung ein völliger Witz. Wenn man Probleme hat in der Partei, dann muss man nicht die Probleme im Namen suchen. Da muss man Probleme in der Linie, in der politischen Linie, in der politischen Probleme suchen, in der politischen Positionen suchen. Da macht die CVP einen gewaltigen Fehler und da werden wir unsere Stimme geben, dass es eben mit der CVP bleibt. Es gibt euch eine CDU, eine CSU, eine ÖVP und. Dann kommt auch nicht in den Sinn, den Namen zu ändern, weil sie in der Krise sind. Wenn man in einer Krise ist, dann muss man Positionen ändern, muss man politische Positionen überdenken, dann muss man eventuell Köpfe wechseln, aber sicherlich nicht den Namen, den Brand ändern. Habt ihr das Gefühl, dass das euch durchkommt, der Brennsender? Oder ist das jetzt so ein bisschen so ein taktisches Manöver, teilweise auch in der Sonntagspresse? Es gibt effektiv gewisse Kreise, die das ändern wollen. Es wird einen heftigen Konflikt geben, wenn es so weit ist. Und am Ende muss man einfach sehen, dass es ein völliges falsches Signal wäre an die Stammlande der CVP. Die CVP hat heute eine Bundesrätin gewählt aus dem Wallis, aus der Hochburg von der CVP. Und nicht aus der Mitte, aus dem Mittekanton. Das Wallis ist ein CVP-Kanton, immer noch, und das sollte auch so bleiben.